Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bye Bye Heimat. Wir befinden uns immer noch auf Teneriffa an der Südostseite. Heute stehen sehr viele Erledigungen auf dem Programm, die ich alle nicht erwähnen werde, weil ich sie eh nicht ausführen kann manchmal, auch wenn ich es will. Aber mal gucken, was wir heute so schaffen. Und momentan spekuliere ich auch damit, auf eine nächste Insel zu fahren. Bin mir da aber auch noch nicht ganz schlüssig, wann und auf welche Insel. Darauf kommen wir aber in diesem Video dann auch bald zurück. So, nachdem wir gerade die Wäsche gewaschen haben, kommt unsere nächste Etappe für heute, Mediamarkt. Wir brauchen GoPro-Zubehör. Es gibt ja auch einiges. Aber wir entscheiden uns hierfür. 53-teiliges Set. Ja. Aha. Dieses Achievement wäre dann auch sozusagen abgehakt. Und dort holen wir uns, wenn wir unsere Orange-Karte aufladen. Ich selbst nehme Orange, kostet 35 GB, 20 Euro. Gibt auch noch Simio, die sind ein bisschen günstiger. Ich glaube 15 Euro für 35 GB. Aber ich habe da noch kein Geschäft hier irgendwie gesehen, wo ich mir das hätte holen können. Orange ist ganz gut zu erreichen, deswegen gehe ich dahin. Haben wir auch noch mal getankt für 65 Euro, aber teuer. 1,24. Das ist für kanarische Verhältnisse teuer. Als ich hier hingekommen bin, das erste Mal, als ich getankt habe, habe ich 95 Oktan Super für 1,05 Euro getankt. Und zu guter Letzt jetzt noch Decathlon, denn wir brauchen Gaskartuschen. Wir haben uns heute im Anagar-Gebirge platziert, wo wir ein bisschen wandern gehen werden jetzt. Es ist richtig schön ruhig. Das Einzige, was Manko an diesem Platz ist, kein Internet. Aber wer braucht schon bei dieser Natur Internet? Ich jedenfalls nicht. Wir stehen da drüben und es ist schon ziemlich beeindruckend hier, wie ich empfinde. Die ganzen Hänge, grün bewachsen. Ja, hier wird wieder ganz deutlich ersichtlich, wie unterschiedlich die Klimazonen auf der Insel sind. Also das hier ist genau meins, ganz ehrlich, so gefällt mir richtig gut. Es ist super ruhig, man sieht niemanden und man hört viele Tiere und sieht auch viele Tiere. Es gibt hier viele Bienen und es gibt hier viele Eidechsen und es gibt hier sehr viele Vögel. And mañana, ja. Mañana. Probably very nice. Good. Yeah. Bueno, I think. I don't know. Sí, te quedas esta noche y mañana vas por ahí a mí. Marqués, mira a ver, Marqués, que te va a dar dos mordidas, Marqués. Ah, ok. Aquel es malo, aquel, muerde. Sí.
Sí, a nosotros, sí, pero te lo haciendo. Aquel no. Ich bin jetzt extra mal am Straßenrad stehen geblieben. Die haben hier nämlich einen riesigen Sandstrand, wie man hier sehen kann. Und das ist alles Sahara-Sand, der hier aufgeschüttet wurde. Ja. Ich habe Hunger. Und heute gibt es vegetarische Burger. Warum vegetarisch? Weil wir Käse mit dabei nehmen. Dann haben wir diese Hamburguesas und die sind vegetarisch, wie es draufsteht, wahrscheinlich aber auch vegan. Dann Röstzwiebeln, Barbecue-Soße, eine Zwiebel und Salat und natürlich noch die Burgerbrötchen. Fertig sind zwei super Burger. Dann mal guten Hunger, meine Freunde. Wir haben heute noch mal auf einem Parkplatz übernächtigt, den ich bereits kannte, weil ich hier, als ich hier angekommen bin, auch schon mal geparkt habe. Das ist in der Nähe vom Flughafen und es ist ziemlich laut, weil zum einen die Flugzeuge starten und landen und hier auch eine befahrene Straße ist. Aber ich habe gestern ein Fährenticket geordert, direkt bei Fred Olsen auf der Seite. Es klappt alles sehr gut, muss man aber auch ein bisschen Englisch sprechen können für. Und die Fähre fährt heute um 14 Uhr, also in circa 2 Stunden. Und wir begeben uns jetzt zum Hafen. Teneriffa liegt hinter uns und wir befinden uns jetzt, wie angesagt, auf dem Weg nach Gran Canaria. Die Fahrt hat insgesamt 60 Euro gekostet, 58 Euro ganz genau. Und ich bin mal gespannt. So gesehen war es eine schöne Zeit auf Teneriffa. Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas verstehen kann, weil es so wenig ist. Und ich werde dazu dann später mehr berichten. In diesem Sinne. So, nachdem wir angelegt haben, waren wir noch kurz einkaufen im Supermarkt, weil es in der westlichen Hälfte der Insel nicht so viele Lidl gibt und ich ja vom Hundefutter abhängig bin, was ich jetzt auch vor Ort gekauft habe. Und mein erster Eindruck hier auf Gran Canaria mit dem ersten Stellplatz, den ich angefahren habe, der nicht weit weg ist, gefällt mir sehr gut, weil es ist nicht wirklich was los. So, wir befinden uns jetzt auf einer kleinen Wanderung, nicht Wanderung, eine Hunderunde, vielleicht 1 Stunde und erkunden ein bisschen hier die Umgebung. Wir stehen ja da drüben, wo die rote Flagge zu sehen ist und ich glaube auf dem Weg liegt auch so eine kleine Höhle, die wollte ich mir mal ganz gerne angucken. Tja, ist schon wieder Wahnsinn, was hier für Kakteenfelder zu sehen sind. Ja, wir haben so 20 Grad, es wird langsam ein bisschen warm, aber der Wind ist sehr frisch und das macht die ganze Sache wieder sehr angenehm.
Oha! Wir haben die Höhle gefunden. Galomat. Ist eine Feuerstelle. Richtig geräumig. Nichts hier. Aber ich glaube, da hört sie auch schon auf. Hier ist auch noch mal so eine ganz kleine Höhle. Und zum Liegen reicht es aus. Dann haben wir hier die Lagerfeuerstelle, wo es auch nach oben hin abziehen kann. Schön mit Kakteen. Super sauber. Kein bisschen Müll. Und ja. Geil. Da sind wir auch schon wieder am Auto angekommen und wir werden uns jetzt ein bisschen ins Landesinnere zurückziehen, weil ich noch einen schönen Platz rausgesucht habe, den wir morgen besuchen wollen. Dazu seht ihr aber später mehr. Und wir fahren jetzt los. Ansonsten, so gesehen, ganz schön. Man hat ein bisschen Durchgangsverkehr, immer hier so ein paar Touris, die hier gucken kommen und da mal ein bisschen wandern gehen, so wie ich es auch gerade gemacht habe. Das ist ganz schön, der Platz ist zu empfehlen. Wir sind angekommen an unserem heutigen Stellplatz, wo wir übernachten werden. Leider, wie man hier sieht, ey, es ist alles zugemüllt. Na gut, wir räumen jetzt mal hier ein bisschen auf und dann bleiben wir wahrscheinlich hier. So, zwei Müllsäcke voll. Und dafür sieht es jetzt wieder gut aus. Wir werden unseren Parkplatz, den wir als Übernachtungsplatz genutzt haben, jetzt verlassen. Ist übrigens sehr schön, gibt es nicht bei Park for Night. Und vielleicht werde ich es hier verlinken in dem Video. Es gibt jetzt nicht viel zu sehen, außer einer Aussicht. Man hat ein bisschen Internetempfang. Und, aber für eine Nacht zum Übernachten, wenn man hier in der Nähe irgendwo wandern gehen möchte, kann man hier gut stehen. Also das ist jetzt mal richtig geil. Ich bin zum Campingplatz gefahren, um zu duschen. Hab gefragt, was kostet nur duschen? Und sie sagte dann, das ist 5 Euro. Ich sagte, oh, das ist aber teuer. Ja, aber es geht nicht anders. Gut, ich sag, alles klar, dann dusche ich heute für 5 Euro. Komm wieder zur Rezeption mit Geld und Zeug. Und dann sagt, da kommt der Besitzer an, ein braungebrannter Spanier und sagt, oder Kanare. Und sagt, nein, du brauchst nicht bezahlen, die Duschen sind da drüben. Das finde ich mal richtig gut, den Campingplatz werde ich auch verlinken. Ich habe einmal kurz angehalten, um euch das mal hier zu zeigen. Also die Wellen sind auch richtig geil hier. Ja, wir sind angekommen an unserem Parkplatz. Hier gibt es nämlich ein paar Höhlen, die wollen wir uns angucken. Also so bewohnbare Höhlen, sowas in der Richtung, werden wir gleich sehen. Und auch, ich glaube, ein Aussichtspunkt müsste alles da oben sein. Ja, ja. Dann schauen wir die Hunde über Metall laufen. Gut. Ja. Ja, auch schon eine von diesen kleinen. Aha, eine Bettgelegenheit. Hier kann man auch noch mal reingucken. Keine Lampe dabei, vielleicht ein Stauraum. Ich
weiß es nicht. Also auch hier die Aussicht, die man hier genießen kann, ist wirklich wahnsinnig, finde ich. Und da oben haben wir jetzt die Höhlen. Das sieht auch schon sehr schön aus. Ja, ist schon schön. Das ist aber auch hier so eine touristische Anlage. Und ehrlich gesagt habe ich heute zum ersten Mal Eintritt irgendwo für bezahlt. Und es waren 3 €. Und ich weiß nicht, ob die sich hier lohnen. Sieht schon schön aus. Also ich habe gerade auch da unten auf der Bank etwas verweilt, so 10 Minuten. Dafür hat sich schon alleine gelohnt hier, weil es geht da richtig runter. Und so ist es richtig schön hier. Also der Ort gefällt mir richtig gut. Mal abgesehen davon, dass er natürlich tourismusmäßig sehr ausgelegt ist. Ja. Aber das ganze Ding sieht schon sehr geil aus. Doch. Ja gut, so viel dazu. Ich habe mir ein bisschen mehr darunter versprochen, aber trotzdem ganz schön anzusehen, finde ich. Wir sind bei unserem heutigen Stellplatz angekommen. Wieder keine Sache bei Park Verneid oder sonstiges. Aber so eine kleine Straßen... ja, wie nennt man das? Blablabla, ne? Eine kleine Parkbucht hier, wo man halten kann. Und der Rest versinkt im Nebel oder in den Wolken. Das könnten die Wolken sein, weil wir hier doch schon etwas höher sind. Ja. Vanlife kann auch schon mal anders aussehen. Jetzt stehen wir hier auf diesem Parkplatz in den Bergen, weil ich mir eine alte Ruine hier angucken möchte. Und habe vergessen, dass es auch regnen kann. Und der Platz hier, das ist nur so ein Seitenparkplatzstreifen-Ding, wie ich glaube ich gezeigt habe, ist jetzt voller Matsche. Und dementsprechend ist auch hier schon alles eingesaut, voller Matsche und so weiter und so fort. Immerhin kann ich die Zeit dann sinnvoll nutzen und ein paar Videos schneiden. 23 Uhr in Deutschland, 22 Uhr hier auf den Kanaren. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, das Video zu schneiden, was ich auch hiermit beenden möchte und du vermutlich gerade gesehen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da gibt es auf jeden Fall wieder ein Lost Place und hoffentlich noch viele andere spannende Dinge. Hat es euch gefallen? Hinterlasst ein Like und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. In der Hauptstadt, denn die Regierung muss in der Hauptstadt bleiben in diesen dramatischen Stunden, also für das ukrainische Volk. Und das, was wir jetzt sehen, ist eine niedergewesene
militärische Operation, ein offener Krieg, der zwar verkündet wurde, aber in dieser Dimension hat man das auch nicht im schlimmsten Albtraum sich vorstellen können. Und deswegen